Ja, liebe Fußballfans, wir haben jetzt hier eine ganze Truppe von Leuten, die bei mir hier unten am Tisch stehen und ich möchte sie erstmal euch nacheinander vorstellen. Wir fangen mal direkt bei dir an. Florian Scholz ist bei mir, Direktor Kommunikation und Marketing. Daneben steht Hamid Chaudhry. Er ist heute aus einem ganz besonderen Grund hier, den ich gleich noch erklären werde. Daneben Tina Muschak, unsere CSR-Verantwortliche und natürlich Oliver Minzlaff, unser Geschäftsführer. Und jetzt komme ich auch kurz zu dir. Hamid, du bist aus einem besonderen Grund hier, denn du möchtest uns einen Award überreichen und zwar den Mein Vorbild Award. Was hat es damit auf sich? Genau, wir sind ein YouTube-Format und wir sind dann quer durch Deutschland unterwegs und zeichnen Persönlichkeiten aus, die eine besondere Leistung erbracht haben und zusätzlich auch noch Stiftungen von Bundesliga-Mannschaften. Und jetzt geht dieser Verein dieses Jahr an RB Leipzig. Wie kam es dazu? Es kommt darum, weil ihr euch sehr intensiv für Integration und für Multikulti eben engagiert und das Ganze macht das Ganze sehr, sehr interessant und deswegen freut es mich sehr, euch wirklich den Mein Vorbild Award zu überreichen. Was ist denn für uns als Verein in puncto Mein Vorbild besonders wichtig? Ja, erstmal vielen Dank. Das freut uns sehr, dass wir diesen Preis hier heute erhalten. Und ja, wir als RB Leipzig sind ein Teil dieser Stadt und haben natürlich eine soziale Verantwortung. Und wir stehen für Vielfalt, wir stehen für Offenheit in der Gesellschaft und versuchen dieser Verantwortung natürlich auch tagtäglich gerecht zu werden. Und wenn wir über Vielfalt und Offenheit sprechen, ist die Mannschaft, unsere erste Mannschaft, das beste Beispiel. Wir haben Spieler aus 15 verschiedenen Nationen und da freut es uns sehr, dass all die Aktionen, die wir natürlich auch außerhalb des Platzes machen, dass die Anerkennung finden. Das ist die soziale Verantwortung, die wir als Verein haben und als junger Verein haben. Das muss man auch immer noch festhalten. Wir sind jetzt erst 10 Jahre alt, wissen aber, dass es noch ganz, ganz viele Dinge gibt, die wir tun können, tun werden und tun müssen. Und wir werden unser Engagement sicherlich auch ausbauen. Ich gebe das Mikro aber weiter an denjenigen, der die Abteilung auch verantwortet, Florian Scholz. Und der kann uns dann zusammen mit seiner Kollegin Tina dann noch ein bisschen mehr Einblicke geben. Ja, vielen Dank, Oliver. Vielen Dank für den Award, den wir sehr, sehr gerne entgegennehmen. Ja, wir versuchen tagtäglich an unsere soziale Verantwortung zu denken, die wahrzunehmen, in 20 verschiedenen Projekten auch umzusetzen. Wir haben 200 Menschen im Stadion, die sich in sozialen Einrichtungen engagieren. Johanniter im Stadion, die mit ihren Paten, geflüchteten Menschen heute hier sind. Sowas gehört dazu, dem werden wir gerecht. Und Tina als CSR-Verantwortliche in der Abteilung, vielleicht sagst du noch 2, 3 Sätze zu den Projekten. Unsere Schwerpunkte liegen vor allem dabei bei Kindern und Jugendlichen. Wir machen zum Beispiel das Leipziger Viertelfinale mit unserem Partner Porsche. Aber auch die Inklusionsarbeit wird bei uns großgeschrieben, gerade wenn es um das Stadionerlebnis hier am Spieltag geht. Und dann aber auch in Richtung des Awards auch, haben wir seit einigen Monaten die Kampagne Unser Ball ist bunt gestartet, der einfach ausdrückt, dass jeder bei uns willkommen ist, egal wo er herkommt. Und darunter fallen viele kleine Projekte, unter anderem auch, dass wir die internationalen Wochen gegen Rassismus unterstützen. Das ist erstmal der Award. Ja, das ist ein schönes Ding. Und ich glaube, wir sind alle sehr stolz darauf. Vielen, vielen Dank, dass wir dieses Jahr diesen Preis erhalten.